Eigentlich ist es schwierig. Deswegen werde ich da ohne Probleme mit der Stärke durchkommen, ja. Bringt dir nun die trotzdem. Die können auch 34. Bei 35 sogar. Ja, vielleicht dauert es nicht mehr so lange, dann habe ich meinen Empolian. Schön da. Noch mal mehr Trainer, als ich jetzt wieder habe. Ich hatte mir so eine kleine kurze Route oder so, aber das ist doch noch mehr. Dann regnerischen Tag nicht richtig aufgekratzt. So, dann hast du noch einen Enton. Mit der Überbrückung bringt es in die Fähigkeiten. Kann die Fähigkeiten. Hier wird bedroht. Das ist kein Problem. Du hast jetzt. Diese zwei Pokémon, weil ich. Aber ich komme doch allerdings. So, Flasche Zink. Es gibt Pokémon, die bei Regen stärker werden. Dann hast du jetzt bestimmt zwei. Gut, die. Gut, dann ist jetzt wohl die auch schon geschickt. Warum bin ich zu Kamellen? Ruckzuck hier, ernsthaft? Nee. Die mal nicht trotzdem. Die Niederlage lässt man Trainer abbrechen. Ja, dann nehme ich auch Regendamen. Ja, doch ein paar mehr Trainer. Tieres kann ich Scherben. Ich habe noch Scherben. Die Frage, was kostet du und Tieres da? Das machen wir diese Folge noch. In der nächsten Folge machen wir den Rest der Route. Wenn du 10 gleichfarbige Scherben findest, lass es mich wissen. Ja, ich gebe da Scherben. Ja. Gut, in der nächsten Folge machen wir den Rest der Route. Bis dahin. Tschüss. Ja. Da wir tatsächlich ein paar mehr Trainer haben und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Werden wir heute tatsächlich uns hier ein wenig aufhalten. War der Plan eigentlich anders oder war eigentlich ganz anders, aber. Hilfe! Ich kann nur verschicken. Natürlich nicht, du bist vielleicht lustig. Ich kann dir gerne Schlammberg. Aber falls du dich da wild herumzappeln, versuch wieder rauszukommen. Okay, ich dachte, du warst jetzt irgendwie. Ich gedacht, dass wir jetzt so viele Runden haben. Dass wir so viele Trainer hier noch haben. Wir sind nur Minimum drei. Hier stehen noch drei Angler. Da steht noch einer. Da oben steht noch einer. Der Verwalter, okay, das ist nicht gedacht, es doch so viel noch. Ich lasse die Trainer das bewusst mal gerade weg. Da steht noch einer.
oben steht auch noch. Ja, das sind ja noch, keine Ahnung, 10 Trainer oder so. Damit hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass das so schwierig sind. Hm? Ich dachte mir, das sind nur noch 2, 3 Trainer. Das sind doch, na gut, das ist doch gut, denn, ja, aber es kann auch sein, dass es weniger ist. Na gut, ne? Dann, oh, ernsthaft, ey. Du hast die Midi-First, gehst, nimmst da raus, und dann kommt die Roselia. Ich will gerade einfach wirklich nochmal überblicken. Was habe ich hier noch im Trainer? Okay, das ist dann das Ende. Alles klar. Also 3 Angler, dann da oben der Polizist, da nochmal 3. Oben stehen auch nochmal 1 oder 2, also das ist gerade 4. Nehmen wir mal die, erstmal die 2 Trainer hier mit. Das sind 2 Ranger. Heißt das doch eine Beifall zum Umweltschutz? Unsere Aufgabe ist es, die Umwelt in dieser Region zu schützen. Heribert und Anna. Das ist aber Pliefen und Griffel. Griffel ist wieder ein neues Pokémon. Das haben wir noch nicht gesehen. Dass das jetzt gerade für Nita der Fall ist. Gut. Sehr gut. Das ist nicht schlecht, das ist eigentlich ganz gut, weil das will ich keinen Ärger machen. Das Thema auch erledigt. Gut. So schwer war es jetzt nicht. Aber jetzt kommen wir 100. Ah, gut, vom Level her, das ist. Bin ich Level 35. Gut, ich hatte für sie Trainer zu sein. Wir müssen ein Leutestärker werden. Ups, war andersrum. Ja, egal. So, können wir hier oben noch haben. Oben. Was ist das hier alles für die Ecke? Ah, ich weiß, wo wir sind. Das ist das Pokémon-Landgut. Und zwar wäre das der Vorteil, zurück nach Herzhofen zu kommen. Jetzt verstehe ich es, wo wir hier gelandet sind, über die Route 202. Sonntag. Ah, liebe Leute, ich weiß, wo wir sind. Jawohl, ja. Und zwar, wie gesagt, ist das hier das Pokémon, das ist südlich von Herzhofen. Das heißt, wir können, ohne dass wir jetzt hier den Weg See der Kühne einsteigen, wo die Route 215 ist, das glaube ich. Falls ich um den Trainer. Darf ich denn eine Streife sein? Ist ja auch nicht sicher. Ich bin stolz auf meine Pokémon, ich werde zeigen, warum das so ist. Okay. Nehmen wir in der nächsten Folge, gucken wir uns ein bisschen in der Nähe vom Land gucken. Ich glaube, da die Arena zu machen, ist so. Wir haben nicht
zeitnah die Arena. Ja, ich muss gerade überlegen, wie viele Folgen wir heute haben. Aber es ist jetzt die vierte. Also jetzt sehe ich hier die Trainer noch. Was bringt ihr das eigentlich jetzt gerade? Weil gut, der Sonnensturm, das ist jetzt gerade nicht mehr mit dem Problem mit dem Regen. Sandsturm. Irgendwann anderes noch was verstanden? Und ich bin es auch. Du hast 4 Punkte. Ja, immer besser als. War durch. Ach, war du hast. Das ist natürlich viel Schmerz, oder? Ja, es war alles anders geplant. Die Route habe ich überhaupt erst zu spät gesehen. Oh, da war sie heute. Galaktik Blut will sowieso nicht vergessen. Das machen wir dann alles in der nächsten Folge. Dann rufen wir rüber. Wir machen aber auch nämlich nicht nach Herzhofen zum gehen. Das wollen sie jetzt noch nicht. Das müssen wir sowieso relativ zeitnah machen. Das machen wir auch dann in der übernächsten Folge und dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen. Bei Herzhofen haben wir nämlich, glaube ich, schon gemacht. Und dann machen wir in der übernächsten Folge machen wir die Arena. Ja, kommen wir mal noch Trainer vorbei. Doch, die gefällt mir, passt mit der anderen darunter. Weil in der nächsten Folge muss ich den Schiffen überschlagen, weil dann treffen wir auch unseren Verein. Danach in der Folge machen wir dann die Arena von Herzhofen. Dann sollten wir vom Level auf stark genug sein. Ich warte nämlich tatsächlich mit der Arena, bis ich meine Keyprint entwickelt habe. Ich muss kurz mal überlegen, wo ich die, dass ich das jetzt den Fenster dran kann. Oh Moment, apropos Fensterstein. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo das Ding gibt. Weil wir haben noch einen Punkt komplett vergessen. Erinnert ihr euch noch damals, wo wir mit Reißer unterwegs waren, im Ewigfall? Irgendwo Folge 5, 6, 7? Ja, die alte Villa. Die haben wir nämlich auch noch nicht gemacht.
was das jetzt gemacht hat. Nur in die Gegend geschossen ist. Gerade nach, wo es Steine gibt. Alles klar. Dauert nicht mehr allzu lange. Ist der Radar doch mal weg? So. Gut, dann haben wir die Trainer weg. Ich will da oben aber noch das Item mitnehmen. War du, Team 62 Käfer gebrummen. Ist ganz gut eigentlich, aber wir haben keinen Käfer-Pokémon gefunden. Oh, kannst du mein Pokémon von mir lernen? Nur so nebenbei gerade, wenn wir das jetzt gerade mal schon mal haben. Okay. Gut. Müssen wir gerade mal ganz kurz zurückfliegen. Und zwar nach Weideburg. Da haben wir den Anfänger mitgenommen. Und dann mache ich einen kleinen Folgenbreak. Und in der nächsten Folge machen wir uns drauf, den Typen da noch zu verfolgen, der hier abgehauen ist, der immer hier stand. Der wird hier wahrscheinlich immer sich gleich verpissen haben. Und dann gucken wir mal, was der so im Schilde fühlt. Bis dahin, und dann sehen wir vielleicht gucken wir mal, ob da jemand. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahlen. Und wir machen heute weiter. Und wir haben ja den Typen hier auf diesem Rocket-Typen, Team Galactic-Typen, der natürlich so ein bisschen verpisst hat, der also hier stand beim Selbstgespräch geführt hat. Und den möchte ich gerne noch weiter verfolgen. Das geht da nämlich. Ah, lass mich in Ruhe. Also Experiment gelingt. Wenn Sebastian in der Lage sein, eine ideale Welt zu erschaffen, der werde ich mich mit Sicherheit jetzt nicht in meine kostbare Zeit mit dir verschwenden. Also gefälligst, wo du bist. Mach mal lustig in Ruhe. Upsi. Ich habe das Gefühl, wir rennen immer hintereinander, dann wollen wir uns treffen. Ich war das echt nicht absichtlich. Na, wie geht's dir? Wenn du jetzt wieder deine Pokémon hast, dann will ich mal testen, wie stark ihr zwischen geworden seid. Was hast du überhaupt? 4 Pokémon? Und immer noch dein Staralili, natürlich. Aber ich habe diese Staralili, glaube ich, im Moment noch nicht in den Kreis dabei. Gut, ist jetzt keine große Gefahr. Weil wir mittlerweile über 30, 26 sind. Wir sind mittlerweile über einige Pokémon-Konzerne gefunden. Ramaldo und jetzt ist das mal auf den Kopf. Grillt diese Staralili weg. Macht da gerade mal so ein Braten. So, auch Schelkereien sollte durchaus das geringste Problem sein. Bonita hab. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auch weiß nicht, die gleiche Liga bei der Team betrifft. Ah, ich hätte was machen können.
Elektroladung. Aber für Sonnentag drin rein. Biss, okay. Und ich gehe auf die Ladung. Das ist für den Fall, dass irgendwas ist danach kommt, noch. Um kurz hochgerüstet zu sein. Also ich checke rein, nämlich schon Geschichte. Ich glaube, ich starte. Ich dachte, dass er vielleicht der Politiker schickt. Aber er hat mich nicht. Ich habe Linie schon mal geschickt. Der Politiker kommt jetzt. Hatte ich noch ein bisschen vor. Ja gut, wenn man ein Wasser-Pokémon noch probiert, dann ist ein Wasser-Pokémon. Noch nicht dann. Ja, falls du irgendwie auf eine Idee kommst, ein Item zu besitzen, das jetzt mir. Und jetzt weiß ich nie, was er von mir will. Was? Du bist ja weiß, was ich schon wieder verloren habe. Kannst du halt nicht. Na gut, vielleicht bist du seit unserem letzten Kampf tatsächlich einfach stark geworden. Aber hast du mich echt auf den falschen Fuß erwischt. Nur so kann ich mir nur die Lage erklären. Sag mal, zwar ich mit dem komischen Typen von Team Galactic in. Ich weiß ja nicht, was ihr vorhabt. Aber ich habe eine Schöne, würde ihm weiter folgen. Wenn sie schon rennt, kann ich es gut zum Schöne fühlen. Sondern handelt sich dabei um ein Pokémon. Also gut, bis dahin. Jetzt mache ich mich zurück, ja? Also. Ja, wie gesagt. Ich wollte mal ein Pokémon im kurzen Raum Team auf meine Frau Emma beibringen. Weil mit sowas treffe ich nämlich mit Feuersturm. Und zwar durchgehend. Na gut, okay. Dann verfolgen wir weiter den Typen. Wenn man nicht ein wildes Pokémon treffen. Oh, das ist ein Bujolin. Ja, wie gesagt, so einfach war man das. Das war die gar nicht, die Psychen dazu gehen. War einfach nur gesagt, komm, probieren wir doch mal ein Fossil. Wir nehmen Kognodon mit bzw. Raimaidon ins Team. Oh, Leute. Und scheinbar. War diese Strategie gar nicht so doof. Ey Leute, das ist jetzt das dritte Mal hintereinander, dass ich jetzt einen Schritt laufe und wieder ein wildes Pokémon treffe. Also dann haben sie die Häufigkeit ziemlich krass. Ich bin im Großen schon genau. Dabei bin ich nur wirklich zu dieses Mini-Grasstück da gegangen. Naja. Was ist denn das? Das ist ja sicher, wieder. Um das hier herzustellen zu können, müssten wir den Windkraftwerk Energie klauen. Ein wissenschaftlichen Genie wie unserem Boss könnte so gut gelingen. Ach, das war mein viel zu lautes Selbstgespräch, ganz leise belauscht. Du bist vielleicht eine Nervensäge. Einen Kampf mit dir werde ich mir also nicht liefern, das kannst du vergessen. Ich komme mir trotzdem hinterher. Trotzdem auf, ja, ja. Keine Sorge, das kriege ich.
kriege ich schon hin. Und da bist du schon wieder. Warum renne ich überhaupt so welche Gegend? Das neue Universum, von dem der Boss erzählt hat. Ich bekomme richtig Gänsehaut, wenn ich nur daran denke. Gut, dass wir das hier haben. Das war viel zu lautes Selbstgespräch. Kannst du euch belauschen? Das ist euch ein Nervensäge. Ich bin total kaputt von vielen Rennen. Kannst du also vergessen, dass ich mir einen Kampf mit dir liefern werde. Na und? Ich kann noch ein bisschen. Achso, du bist immer noch auf den Fersen. Aber ich sehe doch schon in Sicht. Wir können ja mal. Ein Pokémon wird es dir zeigen. Zeig mir, was du hast. Genau, da haben wir den auch schon mal besiegt. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich muss sie das zum Commander bringen. Ein Jammer, dass ich nicht am See ansehen konnte. Cynthia. Oh, hallo. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht's mit der Pokédex voran? Es wäre schön, was über die Legende herauszufinden, die sich um den See rang. Aber der See scheint momentan für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Weißt du, von welcher Legende ich spreche? Sie hatten von einem rätselhaften Pokémon, das sich auf einer Insel in der Mitte des Sees aufhalten soll. Und laut der Legende ist es dem Menschen nicht gestattet, den Ort zu betreten, an dem es lebt. Als mal ganz was anderes. Hast du die Gruppe von Enter auf Route 210 gesehen? Ja, die ist mir mal aufgefallen, ja. Da weißt du ja doch, wovon ich spreche. Auf Route 210 gibt es dieses Kampfcafé, wo du schon mal drin warst. Und welche Legende treiben sich Enter herum, die sich ihren Kopf mit ihren... Naja, hinten halten? Ich dachte mir, dass du in den Medizin verabreichen könntest. Vielleicht hilft es ja. Du habe schließlich an einen Pokédex, aber muss ich bestimmt. Ein Säckchen Geheimmedizin. Bin ich auch mit meinem Pokédex auf Teilreise gegangen. Ich hoffe, dass du irgendwann einmal wirklich jedes Pokémon da draußen sehen kannst. Du schaffst dir sogar das Geheimnis unseres Rätsels Pokémon zu lüften. Ich muss es los, bis bald. Es wurde auch gedacht, niemanden in der Nähe sehen zu lassen. Wieso? Genau, das weiß ich nicht. Ich soll dazu dienen, den sie zu schützen. So, hast du denn einfach noch Route 210? Kann ich jetzt nicht schon mit zu Sulamina? Ich habe später Weg gemacht. Klar, anscheinend dich zu bewegen. Willst du die Geheimmedizin einsetzen? Jo. Geil, von deinem Kopf platzen. Da kommt noch was und ja. Oh, gut, auf die Geheimmedizin eingesetzt. Neutron leiden ja bekanntermaßen unter chronischen Kopfschmerzen. Doch niemand kennt die Ursache dafür. Sollte ich vielleicht jemanden gefallen bitten? Bitte bring mal kurz mal eine Analyse, hier ist ein Talisman vorbei. Es war einige Seiten Pokémon zwischen mir und dieses Kind. Also dürfte sich die Reise auch für euch hören.
Okay, dann nehmen wir den Talisman mit. Meine Großmutter ist etwas eigen und leicht dazu, an ihr rumzukommandieren. Dass er sich ja sofort erkennen kann, dass er nicht die älteste von Elise ist. Ich schätze, das kannst du gar nicht verfehlen. Immerhin hast du deine Karte. Später, zähl dann auf dich. Ja, und dann wird es einmal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.